So, Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir zwei Feen gefunden. Und wir haben die roten Rohren alle gefunden, sie aktiviert und sind wieder in der Eingangshalle, wo ich jetzt genau weiß, was wir tun müssen. Wir müssen zwar jetzt hier mal den aktivieren, diesen Wasserstrom. Und ich weiß jetzt auch, wie wir an den roten rankommen können. Es ist nämlich so simpel, da könnte ich die Kotze kriegen. Es gibt nämlich einen Hookshot, keine Ahnung, wie man das nennt. Es gibt einen Hookshot, Punkt an der Decke des Raumes da. Und so kommt man genau über den Wasserflow. Und ja, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wozu das gut ist. Warum springst du nur so einen kleinen Furz nach vorne, Link? Das war echt unnötig, dieser Fellsprung. Das war einfach so, hep. Ansonsten springst du zu weit, aber diesmal so, hep. Das war Bullshit, Alter. Oh gut, ganz simpel, einfach an der Decke hochkraxeln und das Problem ist gelöst. Wo ich mir im letzten Part so den Kopf zerbrochen habe. Wie ist da bloß... Mensch, ey, blöde Spinne. Ich mag Spinnen ja eigentlich, aber die ist echt zu bunt getrieben. That's what she said. Und ja, ihr seht es jetzt ganz einfach, ganz simpel, da. Zack. Mehr war es nicht. Mehr musste man da nicht machen. Da kommt man sich ja schon fast verarscht vor, ne? So. Jetzt aber hier. Die Strömung aktivieren. Und jetzt haben wir einen Stillstand. Jedoch können wir den Stillstand nicht so sein lassen, denn es gibt noch grüne Röhren zu aktivieren. Und um die zu aktivieren, müssen wir hier mal wieder die gelben deaktivieren. Dann geht's nochmal kurz in den Tempel rein schwimmen. Die grünen werden aktiviert. Dann kommen wir wieder hierher zurück und deaktivieren den Wasserstrom. Dann kommen wir zum Boss. So ist es nämlich jetzt hier. So muss das gemacht werden. Changing the flow. Wir haben die Richtung geändert. Auf Englisch gut, changing the flow. Oh, schnell da hoch. Schnell, schnell, schnell. Ja. Na, gereicht. Ich hätte es aber echt bei Weitem praktischer gefunden, wenn sie hier anstatt so einem Wasserdings ganz einfach so einen Hookshot aktivierbar gemacht hätten. Das würde uns jedes Mal so viel Zeit sparen. Ein Speedrunner, der ohne Glitches das Spiel Speedrun möchte, ich glaube, der würde hier das kalte Kotzen kriegen. So, Zeit wieder die Zora-Maske anzuziehen. Majoras Maske haben wir ja leider nicht. Kriegen wir leider auch nicht im Spiel. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte man so als letzte Bonus-Quest einfügen können, dass man halt noch Majoras Maske kriegen könnte. Aber gut, das ist dann halt für... vielleicht kommt Majoras Mask ja irgendwann mal wieder. Ganondorf kam ja auch oft wieder. Und Majoras Mask könnte ja auch mal wiederkommen. Hätte ich, glaube ich, niemand so richtig was dagegen. Oh. Oh, an den Raum hier erinnere ich mich. Das ist auch einer der wohl fiesesten Räume. Aber hier gab es eine Fee. Hier gab es wie in jedem Raum eine Fee. Erstmal Krüge zertrümmern. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo die Fee war. Aber ich glaube, sie war in einem Krug drin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, stirb. Oh, blöde Skelettfische. Stressen rum. Aber oh, nice. Drei Herzchen in einem Krug. Heilt uns. Jetzt müssen wir Mario Klempner spielen und die grünen Rohren finden. Die grünen Rohre. Schnell. Schnell hier hin.
Oh, diese Fässer sind mal wieder so scheiß suspekt. Ich trau echt nix in dem Spiel hier. Ach, aber gut. Wohl eher eine Flaute hier. Ja, hier gibt's eine Fee. Können wir mal rumgucken. Vielleicht irgendwo da oben. Erstmal hier. Ja. Wo musste ich jetzt hinspringen? Hatte ich hier so eine richtige Option jetzt zum Hinspringen? Im Eispfeil? Nee, irgendwie nicht so richtig. Was muss man denn hier machen in dem Raum hier? Bitteschön. So einen richtigen Weg hier raus gibt's auch nicht. Also, was muss ich jetzt hier machen? Bin da jetzt echt überfordert gerade. Hey, Moment mal. Könnte es das sein? Das wäre eher unwahrscheinlich, dass es so ist. Aber dieses Ding ist so verdammt groß. Was würde denn passieren, wenn ich da jetzt hier Eisfall hochschieße? Okay, das war gut. Jetzt bleibt das hier aber stehen. Oder, ach nee, Feuer- und Eispfeile hier. Ja, so könnte das klappen. Ach, schlecht. So, hier aktivieren. Da hoch. Eispfeil. Am höchsten Punkt einfrieren lassen. So. Einzigste Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wie komme ich jetzt da rüber? Okay, ja, so geht's. Über diese Schraube hier. Ja, einverstanden, habe ich echt nichts gegen. So. Dann hätten wir den Raum hier auch schon mal größtenteils geklärt. Oder habe ich den jetzt hier geklärt? Oh, erstmal wieder einfrieren da. So, um Zeit zu sparen, mache ich jetzt hier einfach ein Safe State. Einfach ein Safe State hier. Denn ich habe etwas vor, wo ich mir nicht sicher bin, ob es klappen würde oder nicht. Und zwar... Haja! Ja, es hat geklappt. Dann war das Safe State umsonst. Es war ganz umsonst. Aber wo könnte hier die Fee sein? Könnten hier die Fee sein? Ich frage mich gerade ernsthaft, wo die Fee sein könnte. Vielleicht soll ich mal das Auge der Wahrheit aktivieren. Vielleicht sehe ich die Fee dann ja. Nee. Ich brauche wohl den Enterhaken hierfür. Das ja ganz vergessen. Nimm mich hier hin.
Da ist die Fee. So logisch. Das sollte jetzt Nummer 9 sein. Sehr erotisch. Nummer 9. Jetzt haben wir sie fast alle. Und jetzt aber hier rüber. Werde ich hier die Zora-Maske brauchen? Aha, eine Wippe. Eine Wippe. Huh. Oh, ich sehe es schon kommen. Ich weiß jetzt schon, wie das Ganze gelöst wird. Ach, nee. Mit. Ich muss das hier mit dem Feuerpfeilen machen. Das jetzt schon. Da wir hier keine Zora-Maske brauchen, ziehe ich hier einfach mal die Feenmaske an. Natürlich, hier muss da doch eine Fee sein. Ach, erstmal Kisten wieder alle schrotten dann. Oder wo? Erstmal lieber Zora. Lieber mal Zora einsetzen hier. Wenn man hier abtauchen kann, ist die Chance, dass hier diese Kiste unzerstörbar ist, relativ groß. Ah, geht doch. Lol. Dass die so kaputt geht, wusste ich nicht. So, Frage Nummer 2. War es das jetzt hier? Nein, hier gibt es noch eine Fee zu holen. Ich schätze nur wo. Bestimmt in einer dieser Kisten hier. In der letzten, so ganz im Eck. Ist immer so. Die Feen sind immer ganz im Eck versteckt. Oder diesmal auch nicht. Nur mal böse gelingt. Versteht ihr? Gelingt. Gern wissen, wo jetzt hier ja, nee, da gibt es aber hier noch, hier gibt es aber noch viel zu holen, als dass ich jetzt hier abhauen könnte. Erstmal aktivieren. Ist das jetzt über mir? Oder wo? Ja, hier. Und dann nochmal hier. Um das grüne Teil da zu aktivieren. Super. Damit hätten wir das erste Grüne aktiviert. Und um an die andere Feder zu kommen, müssen wir uns jetzt einem ganz banalen Trick anwenden. Ja. Das war dann wohl ein voller Erfolg, ne? Haja! Nein! Aber gut, wie mache ich das denn, um da jetzt hochzukommen? So geht's nicht. Wie komme ich da rüber? Komm ich da hoch? Oh, diese blöden Feen überall. Ah, Kacke.
Ja, wie mache ich das denn jetzt? Um an die Feder ranzukommen. So, zack. Die blöden Feen überall. Ich wusste ja von Anfang an, dass es nicht einfach, also gerade in dem Tempel nicht einfach werden würde, alle Feen zu sammeln, aber dass es dann doch so ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hallo. Super. Lustig. Tja, muss man aber irgendwie hochkommen. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das bloß, um an diese Fee zu kommen? Das Einzige, was mir jetzt noch so einfällt, um an diese Fee zu kommen, wäre die Zora-Maske, weil wir damit größer sind und dann vielleicht trotzdem auf diese grünen Pipes da hoch können. Diese grünen Flaschen. Das wäre die einzige logische Erklärung, die ich so noch parat habe. Also werde ich es jetzt mal versuchen. Und hab. Ja, komm du nochmal her. Und stirb, blöder Schleim. Während ich mir jetzt nochmal die Mühe mache, diese Feder zu sammeln. Und im letzten Raum, da habe ich eine Fee vergessen. Das fällt mir gerade ein. Es gibt nämlich noch eine Schatztruhe in diesem Raum. Die ist mir nicht aufgefallen, weil ich zu blöd war, um auf den Kompass zu gucken. Das fällt mir gerade auf. Da gab es noch eine Fee. Da gab es noch eine Fee zu holen. Und die werde ich mir auch noch holen gehen. Denn gerade die Feen im Wassertempel, also hier im Schädelbuchtempel, sind wohl die wichtigsten Feen im Spiel. Denn diese Feen gewähren es mir, dass unsere Herzen eine Leiste hinzukriegen. Das heißt, ein Herz zählt für zwei, könnte man sagen. Das heißt, aus 7 Herzen werden 14 Herzen. Und am Ende aus 20 Herzen werden, ihr könnt es euch sicher schon denken, 40 Herzen. Und dieses Upgrade, gut, wir werden das Spiel zwar so spielen, dass wir ganz am Ende die Oni-Link-Maske kriegen. Aber, trotzdem, wenn man gerne sauber spielt, das Spiel, dann ist das ein Muss, dass man diese, Feen einsammelt. Denn es ist auch einfach geil, weil man alles viel, viel lockerer angehen kann. Man denkt sich so, ach Mensch, ich habe ja noch, boah, ich hab noch genug Herzen, das reicht noch. Braucht man sich viel, viel weniger Sorgen zu machen, dass man irgendwo unnötig stirbt oder so. Das geht einfach viel, viel lockerer von der Hand. Dann macht das Spiel 10-mal mehr Spaß. Und diese Schleime hier, die erinnern mich irgendwie so an das Glibberige, an Flubber. Kennt ihr diesen Film Flubber? Das war immer so diese Flubberschleime. Und diese Flubbers hier sind, ja. Jetzt muss ich nochmal hier hoch. Und dann wollte ich noch was gucken da. Ich wollte ja noch, hab noch eine Fee hier vergessen. Stimmt, darf ich nicht vergessen. Oh, hier bin ich jetzt. Okay. Hier war ich ja schon. Ich muss nochmal in diesen einen Raum da zurück. Genau hier hin. Und ich darf jetzt nicht noch die gelben, Switches nicht vergessen. Ich darf die nicht vergessen. Nämlich genau da ist noch eine Fee drin. In diesem Raum mit dieser Fackel da. Ist mir eingefallen, als ich jetzt, und da gab es auch einen Trick dazu, wie man ganz leicht an die rankommt. Oh mein Gott, ein Gehner? Warum habe ich jetzt gegähnt? Unsexy. Los, los, los.
So. Und schön da hookshotten. Und da hätten wir die Fee. Jetzt müsste ich nur noch mal hoch. Ganz nach oben noch mal. Ich nehme hier schon mal den Eispfeil. So. Ich hoffe, es hat noch gereicht, damit ich rüberspringen kann. Unfortunately not. Boah, ich hoffe, es reicht mit der Magie. Da eigentlich hinhauen. So, diesmal mache ich es besser. Ich muss es diesmal besser machen. So. Jetzt sollte ich aber bei weitem genug Platz haben. Nein, ich Idiot, ich blöder Esel. Oh, fuck. Fuck you. Lame, über lame. Oh, ich hasse solche Räume. So. Okay. Und jetzt hier den Eispfeil. Einfriere rüber. Und dann hat es sich erledigt hier für diesen Part. Nochmal in dem Raum hier nochmal Wasser rauslassen. Oh, du bist so uncool, Flabber. Und wie wir die ganze Zeit über mit der Feenmaske rumrennen, nur um jede einzelne Fee zu kriegen. Ah, wir haben ja jetzt schon 12. Fehlen ja nur noch 3. Oder sind es 11, die wir jetzt haben? Wir haben 12, es fehlen nur noch 3 Feen, 3 kleine Feen, die sich noch vor uns verstecken mit ihren zarten kleinen Elfenpopos, Feenpopos. So. Und ja. Ich schwimme jetzt aber noch zum nächsten Raum. Der nächste Raum ist nämlich unten. Noch viel weiter unten. Hier. Hier ist der nächste Raum. Och, ich mach den jetzt. Ach, scheiß drauf, ich mach den jetzt einfach noch. Und ich glaube, ihr habt sie auch schon gesehen. Die verirrte Fee. Scheiß drauf, Feuerpfeil los. Ach ja, stimmt, die ist ein bisschen tricky. Die ist ein bisschen tricky. Das sollte eigentlich gut sein, so. Perfekt. Fehlen noch 2 verirrte Feen.
Noch zwei. Und von diesen zweien ist noch eine hier im Raum. Und da ist die Boss-Tür. Ja, Leute, hier ist die Boss-Tür. Aktiviere den grünen Switch hier. Muss aber jetzt nochmal gelben Switch holen gehen. Denn ansonsten aktiviert sich das Teil dann nicht. Kann es denn echt sein, dass die andere Fee in einem dieser Krüge hier ist? Ich glaube, die war in einem dieser Krüge hier. Ist die einzige so Erklärung, die ich noch habe, dass die hier in so einem Krug rumgammelt. Das würde auch erklären, warum es hier so viele Ach, da ist sie! Oh Gott, nee. Das wird schwer. Das wird schwierig für so einen Failer wie mich, ey. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Über so eine Leitung kommst du einfach nicht hoch, ne, Link? Das ist zu kompliziert. Oh, komm schon. So, jetzt wird nur noch eine Fee. Und diese Fee gibt's im Raum mit den gelben Rohren. Und den werden wir im nächsten Part erkunden gehen. Denn ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es war wieder lehrreich, wo die Feen und so sind. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Ciao, Leute.